Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, es ist schon wieder 1 Uhr nachts. Wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht, freie Themennacht für euch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich ganz einfach an oder faxt oder e-mailt mir. 0800, die Telefonnummer. 0800 220 5050, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr faxt oder mailt, bitte relativ kurz und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Gabi. Ja, und ist 33 Jahre alt, stimmt's? Genau, Domian. Genau. Hallo. Hallo Gabi, schön, dass du da bist. Hallo Domian. Um was geht's denn bei dir? Es geht darum, dass ich ein Problem habe damit, dass ich zwei Kinder habe. Das ist kein Problem, aber ich arbeite seit vielen Jahren gewerblich. Als Prostituierte? Genau. Ja. Und meine Kinder sind 3 und 8 Jahre alt und mittlerweile habe ich ein Problem, denen zu erklären, was ich tagsüber oder beziehungsweise nachts tue. Mhm. Arbeitest du als Hure schon solange die Kinder da sind? Oder bist du später erst eingestiegen? Ich bin danach eingestiegen, aber mein Kleinster, der Dominik, der ist 3 Jahre alt. Ja. Und da habe ich schon als Hure gearbeitet. Ja. Genau. So. Mhm. Hast du einen Mann? Hast du einen Partner? Ich habe derzeit keinen Partner. Mhm. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu den Vätern meiner Kinder. Sind das verschiedene Väter? Ja. Ja. Mhm. 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 Der oder die Ältere, ist das ein Mädchen, die das ältere Kind? Mhm. Ja. Frag die jetzt schon mal. Ich meine, mit 8 Jahren ist man ja schon pfiffig drauf. Dann, was machst denn du, Mama? Wo gehst du hin, wenn du weggehst und so weiter? Das genau ist das Problem, weil jetzt fragt sie und jetzt kann ich ihr halt keine plausiblen Antworten mehr geben, wie ich früher irgendwie sagen konnte, ja, wir können das klären oder ja, dein Papa kommt wieder. Oder ja. Wie regelst du das denn überhaupt so zeitlich? Wann im Allgemeinen arbeitest du? Von wann bis wann? Ich arbeite in der Regel von 10 bis 4. Also morgens 10 bis nachmittags 4? Abends 10 bis morgens 4. Ach so. Ja. Das heißt, da schlafen die Kinder? Genau. Ja. Ist dann dennoch jemand irgendwie in der Wohnung und könnte ja mal irgendwas sein? Der eine ist noch klein. Die Oma ist bei den Kindern. Ah. Weiß die Oma Bescheid, was du machst? Meine Mutter ist bei den Kindern. Nicht so ganz, oder wie? Nein. Das heißt, du sagst... Offiziell weiß sie es nicht. Ich vermute, dass sie das ahnt, was ich tue, aber ich glaube nicht, dass sie es definitiv weiß. Ja. Ich habe es nicht gesagt. Mhm. So, und wenn die Kinder aufwachen morgens, dann bist du wieder da und bist dann auch auf und kannst dich dann um die Kinder auch kümmern. Genau. Bist dann wahrscheinlich noch ein bisschen müde, aber naja, das kann man dann irgendwie regeln. Ja, genau. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt jetzt? Du sagst, die Kleine ist 8 Jahre und fragt jetzt schon zunehmend. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt auszusteigen für dich? Ich möchte gerne aussteigen, ja. Aber? Also ich habe Abitur gemacht, habe danach angefangen zu studieren und bin irgendwann in diese Schiene reingerutscht. Was hast du angefangen zu studieren? Ich habe Englisch und Politologie studiert. Ah ja. Dann hatte ich eine Freundin, die mir gesagt hat, ja, da kannst du gutes Geld verdienen, komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich mitgegangen und es war auch gutes Geld und es war halt leicht verdientes Geld. Wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen grob rechne, du bist jetzt 33, machst das so ungefähr 5, 6 Jahre, habe ich gerade so verstanden. Mhm. Was hast du denn bis zu dem Zeitpunkt beruflich gemacht, bevor du als Hure dann eingestiegen bist? Freiberuflich gearbeitet. Alles Mögliche irgendwie? Mhm. Was zum Beispiel? Gut bezahlte Jobs, gut bezahlt. Auf dem Büro oder was?
Nein, messen und... Ach so. Und hast aber das Studium auch noch irgendwie so ein bisschen nebenher laufen lassen, oder? Immer, ja. Immer. Mhm. So, jetzt hast du gerade aber etwas für mich ganz Entscheidendes gesagt. Ich habe zu dir gesagt, das wäre doch jetzt ein guter Anlass auszusteigen. Da kam bei dir wie aus der Pistole geschossen, ich möchte gerne aussteigen. Ich möchte das auch gerne. So, aber ich weiß halt momentan nicht wie, und ich werde halt gerade von meiner älteren Tochter ständig gelöchert und ich weiß gar keine Antworten mehr auf die Fragen. Mhm. Lass uns mal die aktuellen Antworten, die du geben solltest, lass uns die mal eben zur Seite stellen. Viel wichtiger ist ja eine Grundsatzentscheidung, nämlich die Grundsatzentscheidung, dass du aus dem Gewerbe rausgehst, so wie du es gerne möchtest. Mhm. Und etwas Neues aufbaust. Deine Voraussetzungen sind ja eigentlich sehr, sehr gut. Manch ein Mädel, die in dem Gewerbe arbeitet, hätte gerne Abitur. Mhm. Ne? Und hätte gerne auch die Möglichkeit, vielleicht an ein Studium nochmal anknüpfen zu können. Du könntest das. Mhm. Ich weiß, da sind jetzt wahrscheinlich 100.000 Probleme, finanzieller Art, organisatorischer Art. Warum gehst du nicht raus? Ich bin halt jetzt derzeit finanziell sehr gut gestellt. Ist mir klar, dass es dann ein bisschen oder sogar ein bisschen viel bergab geht. Aber das ist nun mal der Preis, den du zahlst. Und ich finde, dieser Preis, der ist okay. Dafür, dass du dein Leben führst, was du gerne möchtest, dass du dich nicht mehr verstecken musst, auch nicht vor deinen Kindern. Ist es das Geld allein, was im Moment dich bremst? Es ist auch das Geld, aber es ist halt auch, dass man in gewissen Konflikten steckt, und vielleicht nachher Probleme bekommt, wenn man einfach sagt, nee, ich will nicht mehr oder... Wie meinst du das? Hast du Angst vor Zuhälter oder sowas? Ich habe ein bisschen Angst, ja. Mhm. Aber da gibt es mittlerweile ja auch organisierte Hilfe. Weißt du das? Mhm. Da kann ich dir nachher noch eine Adresse vermitteln. Ja, es gibt einen Verein, wo Huren sich zusammentun, die aussteigen wollen, wo ein Hilfsprogramm quasi mit an die Hand gegeben wird. Ich bin natürlich jetzt nicht die klassische Hure, die an der Straße steht, sondern das war schon im gehobenen... Egal. Also du arbeitest in dem Gewerbe, das reicht ja aus. Da gibt es mittlerweile Leute, die auch helfen, wenn Frauen da aus wollen. Um sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, die du gar nicht hier wahrscheinlich in aller Öffentlichkeit erzählen willst, kannst und auch solltest, die dich bremsen. So, diesen einen Bereich würde ich sagen, den klammern wir jetzt auf jeden Fall schon mal aus für gleich, für nach die Sendung, nach dem Gespräch hier auf dem Sender. Das kannst du mit meiner Psychologin besprechen. Und du kriegst auch die Telefonnummer für die Anlaufstelle. Mhm. Wir können ja jetzt nur relativ allgemein sprechen, nämlich dass wir gemeinsam zu dem Punkt kommen, dass du sagst, ja, ist es eigentlich richtig, dass ich das mache? Lass uns über das Geld sprechen. Mhm. Wie viel Geld hast du im Moment so zur Verfügung im Monat? Ich habe circa netto. Ja, sag mal, dann kann man am besten was mit anfangen. Also ich jetzt netto habe circa 4.000 bis 5.000 Euro. Ja, das ist natürlich eine Stange Geld. Mhm. Das ist eine Stange Geld. Da hast du natürlich ein Problem nachher. Ich habe jetzt keine Ausbildung absolviert. Ja. Wie sind deine laufenden Kosten? Hast du irgendeine tolle Wohnung, die du auch finanzieren musst? Oder wäre das... Ich habe jetzt keine Luxuswohnung. Angemessen, ja. Und die ist okay, aber die ist zu bezahlen. Die ist zu bezahlen. Hast du denn von dem Geld, das ist ja doch eine ganze Menge Geld, hast du da dir ein bisschen auch was auf die Seite gelegt in den Jahren? Habe ich, ja. Das hast du auch. Mhm. So, das heißt, da wäre sogar der Übergang noch ein bisschen abgepolstert, finanziell. Mhm. Ne? Mhm. Also, aber der Ausstieg ist natürlich, also die Veränderung ist natürlich sehr extrem, weil ich ja keine Ausbildung absolviert habe und klar, dann irgendwo neu einsteigen muss. Ja, aber du bist erst 33. Du bist erst 33 und kannst... Aber erst 33, Junge. Ja, aber... Es ist schon ein gewisses Alter. Zum Beispiel könntest du ohne weiteres nochmal an ein Studium anknüpfen. Das ist ja gar kein Ding. Weißt du, Gabi, mir ist das natürlich klar. Ich will das jetzt alles nicht hier so leichtfertig darstellen, dass ihr Mädels, die ihr aussteigen wollt, dann natürlich in vielen Konflikten hängt und viele Probleme auf euch zukommen. Aber mir haben so oft Huren oder ehemalige Huren erzählt hier in der Sendung, wenn der Punkt gekommen ist, dass du innerlich für dich entschieden hast, du willst nicht mehr da arbeiten, dann musst du alles in Bewegung setzen, dass du da rauskommst, weil du wirklich sonst innerlich Schaden nimmst. Abgesehen von den Problemen, die du dann mit deinen Kindern noch hast.
dann musst du auch in Kauf nehmen, dass es erstmal problematisch wird, dass du vielleicht erstmal weniger Geld hast, dass alles nicht mehr so glatt läuft wie bisher. Aber du musst es tun. Weil das ist deine innere Entscheidung. Und darauf kommt es an. Das ist das Allerwichtigste. So, jetzt beenden wir das Gespräch hier. Okay. Meine Psychologin ruft dich an. Und vor allen Dingen, um dich zu versorgen mit den entsprechenden Kontakttelefonnummern, dass dir da so ein bisschen geholfen wird. Mhm. Was die Problematik anbelangt, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Ja? Okay. Liebe Gabi, alles Gute. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, und hier ist Uwe. Uwe Hallo? Ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Erstmal gute, schöne Sendung, würde ich mal sagen. Ich gucke das immer nachts, weil ich ein reiner Nachtmensch bin. Ja. Bloß mein Thema, warum ich bei dir anrufe, ist mein Sohnemann. Mhm. Der ist 17, mhm. die Freundin ist 16. Mhm. Und die haben uns gestern nun offenbart, dass sie schwanger ist. Ach du lieber Gott. Das wissen die jetzt seit circa 3 Wochen. Mhm. Die haben uns das gestern, beziehungsweise vorgestern haben die uns das also offenbart. Mhm. Und mein Herr Sohnemann, der fängt jetzt an, also den interessiert gar nichts mehr. Mhm. Er hat vorletzten Jahr ist er sitzen geblieben, ist von der Mittelschule runter, mhm. fängt jetzt an, auf der Hauptschule seinen Realschulabschluss nachzumachen. Entschuldigung, bin ein bisschen mhm. aufgeregt. Und er hat seine Zensuren also soweit jetzt wieder, dass das alles soweit klar geht. Er hat einen Notendurchschnitt von 3,1, muss er natürlich noch ein bisschen verbessern. Ja. Bloß er lässt jetzt alles fallen. Ihn interessiert die Familie nicht mehr. Was interessiert ihn denn? Ja, seine Freundin. Deine Freundin? Seine Freundin. Also sie ist schwanger und sie will das Kind austragen. Ja, und er will das auch? Ich weiß es nicht bei ihm. Aber ihr habt miteinander geredet gestern. Ja, selbstverständlich haben wir miteinander geredet. Wir haben lange Gespräche hier geführt und hast du nicht gefragt hier, was willst du denn? Ja, du kannst mit ihm reden. Er sitzt neben dir, du zählst ihm die ganzen negativen Seiten auf. Mhm. Dann sitzt er da und sagt, ja, morgen früh werde ich mit meiner Freundin sprechen. Mhm. Dann hat er es nächsten Morgen gemacht, kurz bevor er zur Schule gegangen ist, hat er sie angerufen, beziehungsweise sie hat bei uns angerufen. Stopp, ich wollte wissen, was er will. Nicht, welche negativen Seiten du ihm aufgezählt hast, sondern was er möchte. Was er möchte? Ja. Ja, möchte er das Kind haben? Ich sag ja, das ist mit Fragezeichen, weil er ist irgendwie von seiner Freundin beeinflusst. Mhm. Er sagt uns, ich schaffe das alles nicht. Mhm. Und wenn er dann danach mit der Freundin gesprochen hat, sie hat ihm zum Beispiel erzählt, dass sie nach 3,5 Wochen schon Leben gespürt hätte. Mhm. Und sie könnte das Kind nicht abtreiben. Mhm. Dazu kommt, dass das eine Tochter von einer Frau ist, die ich weiß nicht, neuapostolisch, glaube ich, ist, wo mhm. das wahrscheinlich sowieso nicht in Frage kommen wird. Mhm. Das heißt, ihr Eltern habt noch keinen Kontakt miteinander gehabt? Nein, nein, die Frau ist auch nicht ranzukommen. Mhm. Die Frau weiß es auch seit circa, die weiß es schon länger, als wir das wissen. Höre ich richtig daraus, dass du oder ihr, dass deine Frau und du, dass ihr eigentlich für eine Abtreibung plädieren würdet? Ja. Ja. Ne, das höre ich jetzt daraus. Mhm. Das mache ich auch ganz offen. Ja, und ne? dass er aber hin und her gerissen ist und du unterstellst, dass er beeinflusst ist von dem Mädel. Ja. Und ihr jetzt ziemlich ratlos dasteht alle. Wir sind absolut ratlos, mhm. weil... Wir haben nun wirklich in den letzten 3 Jahren, wir haben also wirklich alles versucht, dass das durchsteht mit der Schule und so weiter und so fort. Mhm. Und für ihn interessiert also nur noch seine Freundin. Es ist einfach nicht ranzukommen an ihn. Es interessiert ihn sein Bruder nicht, der ist jetzt 12, 13. Ja. Er redet mit uns nicht mehr, er kommt von der Schule nach Hause, ich suche mir jetzt einen Job und ich habe zu ihm gesagt, ich sag, Meister, wie stellst du dir das vor? Wie soll das weitergehen mit der Schule? Und ich sag, ihr habt im Grunde genommen keine Rücklagen. Dann hat die Mutter ihm nun erzählt, ja, sie würde die Hochzeit bezahlen. Die möchte nach Möglichkeit jetzt schon, dass mein Sohn, also mindestens in den nächsten 1-2 Wochen meinen Sohn heiratet, die Tochter. Mhm. Und es ist nicht ranzukommen. Dem werden nur irgendwelche Sachen in den Kopf gesetzt. Ne? Ja. Sie ist in der 3. Woche, sagst du. Dritte Woche. Mhm. Mhm. Ja. Ich fände es ja schon sehr, was heißt, ist es nicht ranzukommen an die Frau? Da muss es doch eine Telefonnummer geben oder da muss doch eine Adresse vorliegen, dass ihr... Nein, ich kenne die Frau, ich habe mehrmals schon mit ihr gesprochen. Es kommt mir also so vor, als wenn ich in einer ganz anderen Welt lebt. Aber es ist ja auch folgende Situation, Domian, wenn du dir das so überlegst, sie sind gestern oder vorgestern bei ihr zu Hause gewesen. Mhm. Die Mutter setzt ja sogar die Tochter unter Druck, in dem Sinne, weil die Mutter weiß nicht, dass wir wissen, dass sie schwanger ist. Mhm.
So. Und also du meinst im Prinzip hat es gar keinen Sinn, mit der Frau zu sprechen? Nein, es hat keinen Sinn, weil sie erpresst ja sogar ihre eigene Tochter, dass sie, also wenn du dich mir gegenüber nicht vernünftig verhältst, dann werde ich bei den Eltern von deinem Freund anrufen und sagen, dass du schwanger bist. Ja, ja. Also das ist doch irgendwo. Also ihr steht jetzt quasi wirklich vor dem großen Problem. Ja. Können wir da Einfluss ausüben? Letztendlich könnt ihr es nicht. Nein. Letztendlich also, könnt ihr es nicht. Im Moment rennen wir hier da ist das Wort ist vorne ran. Genau, da ist das Mädchen, ja. Die sagt, ich möchte das Kind haben. Mhm. Da ist die Mutter des Mädchens, die sagt auch, es ist okay, sie soll das Kind kriegen. Ja. Also, und der Junge ist irgendwie hin und her gerissen, sagst du, vielleicht ist er ja wirklich auch auf der Seite von dem Mädchen. Du sagst, er ist beeinflusst, kann ich nicht beurteilen. Ja. So, was heißt das jetzt? Das heißt im Prinzip, dass ihr das Beste aus der Situation machen müsst. Niemandem ist damit ja gedient, indem du jetzt den Mega-Druck ausübst, da erreichst ja sowieso nichts das, mit. Das will ich auch gar nicht. Das heißt, du musst jetzt dem Jungen beistehen. Du musst jetzt dem helfen in der komplizierten Situation und musst ihn vielleicht auch ein bisschen in eine gewisse Richtung schieben. Du sagst, er kümmert sich nicht mehr um die Schule. Da musst du ihm klar machen, dass er, wenn er jetzt Vater wird, verdammt viel Verantwortung zu tragen hat. Das haben wir das, alle schon gesagt. Ne? Und das heißt, da muss er auch seine Schule beenden, um irgendwann was Ordentliches zu lernen und um auch die Familie zu ernähren. Ja. In der Richtung würde ich jetzt auf ihn einwirken. Ja. Ich würde auch einwirken in die Richtung, dass ihr forciert, dass ein Gespräch in einer Beratungsstelle stattfindet. Mhm. Fände ich ganz wichtig in dem Alter. Ja, ja. Deswegen ist es so misslich, dass du sagst, es kann kein Kontakt hergestellt werden zwischen dir und der Mutter der Freundin. Das wäre natürlich optimal, wenn ihr alle mal euch zusammensetzen würdet und darüber sprechen könntet. Aber es geht offensichtlich nicht. Nein, das hat mit dieser Frau keinen Sinn. Was sagt denn deine Frau zu der Situation? Meine Frau ist mit den Nerven am Ende, ne? Weil sie ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, meistens am Heulen und sie versucht dann auch noch wieder auf ihn einzureden. Also ich meine, wir haben die letzten 2-3 Tage haben wir hier nur noch Theater gehabt. Mhm. Aber da sind euch wirklich die Grenzen gesteckt. Ne? Das ist ganz klar. Das heißt, ihr werdet euch arrangieren müssen mit dem, was da sich entscheidet. Ihr könnt ja nicht dieses Mädchen zur Abtreibung drängen. Das geht ja nicht. Dumm, ja, das will ich auch gar nicht. Ja. Ich versuche ja aber bloß an den Jungen ranzukommen und es ist einfach nicht möglich. Er geht außer Haustür und ja, interessiert nur noch seine Freunde. Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass er so diesen Druck und die Massivität, das habe ich ja jetzt auch schon gespürt von dir. Du bist ja auch sauer irgendwie, ne? Ja, bleibt ja nicht aus. Ja, aber das hilft ja keinem mehr. Das hilft ja keinem weiter. Nein. Dass er vielleicht auch automatisch schon zumacht, wenn du ankommst. Weil er weiß, letztendlich will er das nicht. Letztendlich macht er mir Vorwürfe und so weiter. Hm. Das heißt, du musst irgendwie, muss ein Weg gefunden werden, dass der Junge sich wieder öffnet, dir, euch gegenüber. Nur so könnt ihr das Optimale das Beste aus der Situation machen. Naja. Und das ist der Kunstgriff jetzt. Da würde ich gerne auch noch gleich mal eine Psychologin hinzuziehen, die viel Erfahrung auch mit Jugendlichen und jüngeren Leuten hat. Wie du da vielleicht mit ein paar geschickten Schachzügen das Vertrauen wiederherstellen kannst. Ja, das ist ja eben mein Problem. Ja. Ich weiß nicht, wie ich an ihn rankomme. Ich meine, wir schreien ihn nicht an. Wir versuchen ganz vernünftig mit ihm zu reden. Ja, aber er setzt sich auf den Sessel und kriegt diese weinerliche Stimme. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht solltest du oder solltet ihr erstmal aufhören, auf ihn einzureden. Das habt ihr bestimmt auch schon getan. Ne? Das ist wir haben besser. Damit aufgehört, ja. Ja, aber ihr habt es am Anfang getan, dass es besser wäre, das Kind abzutreiben. Ne? Ja. Das solltet ihr erstmal unterlassen jetzt demnächst, weil das blockiert sich völlig von allen Seiten bei ihm. Ziehen wir mal die Heide, meine Psychologin, hinzu. Ja. Und in der Hoffnung, dass sie dir noch ein paar sehr praktische und handfeste Tipps geben kann aus ihrer Berufspraxis. Mhm. Ja? Ich danke dir. Du legst auf, wir rufen wieder an. Alles klar, Tschüss. Du, Jan. Tschüss. Kerstin ist hier, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kerstin, 23 Jahre alt, stimmt's? Ja, stimmt. So, du hast hier angerufen, warum Kerstin? Ja, mein Thema ist, ich bin ab heute glücklich geschieden. So, du bist glücklich geschieden? Ja, genau. In deinem zarten Alter von 23? Ja, ich kann es ja kurz erzählen. Ja. Ich habe mit 18, dachte ich, meine große Liebe kennengelernt. Und schon geheiratet? Ja, vor 2 Jahren haben wir dann geheiratet. Ach so. Nicht ganz so früh. Na Gott sei Dank. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Mhm. Also mit 21 geheiratet? Ja. Mhm. Und auch groß, ganz toll alles gewesen, eigenes Haus gekauft und alles. Wow, in dem Alter schon. Ja, mein ehemaliger Mann war ziemlich vermögend, hatte einen guten Job bei einer Firma, war stellvertretender Geschäftsführer. Wie alt ist der oder war der? Er ist 38. 38, ja. Ja. Mhm. Also schon Karriere gemacht.
Ja, also, ja, Papa war so in der Firma auch schon beschäftigt und so. Ja. So, aber dann war das irgendwann nicht mehr so ganz rosig mit der großen Liebe und dem tollen Haus und so. Nee, letztes Jahr ist es dann aufgekippt. Er hat in seiner Firma 1,4 Millionen unterschlagen. Ach du lieber Gott. 1,4 Millionen Euro? Ja, genau. Unterschlagen? Ja. Das heißt, mit welcher Konsequenz? Er sitzt in U-Haft und ich bin alleine und endlich froh, auch ihn los zu sein. Ja, habt ihr Kinder? Nee, Gott sei Dank in diesem Sinne nicht. So, da hat jemand 1,4 Millionen Mark unterschlagen. Ja. Das ist schon eine heftige kriminelle Energie, ne, die dahinter steckt. Das heißt, du hast davon überhaupt gar nichts mitbekommen in der Zeit? Nein, es fing an, dass ich mir letztes Jahr so im Frühling, Sommer mal ein paar Gedanken gemacht habe, von wegen, er hat ja ein normales Nettogehalt immer gehabt, dachte ich jedenfalls. Und habe auch gedacht, wie zahlt er das eigentlich alles? Dann wollte er sich ein neues Auto kaufen, hat sich einen Jaguar gekauft. Das habe ich gar nicht verstanden. Aber auch gefragt, wie sollen wir das schaffen mit Kreditrat vom Haus und alles. Und er immer so, schaffen wir schon. Ja. Also da wurdest du schon so ein bisschen misstrauisch. Ja, ich war da sehr misstrauisch. Habe dann aber auch gedacht, okay, wird schon irgendwie klappen. Das kriegen wir zusammen hin. Wir haben alles überstanden, also kriegen wir das auch hin. Schaffen wir den Jaguar auch noch? Ja, so ungefähr. Ja. Was kostet denn so ein Ding, was er sich ja gekauft hat? Oh Gott, irgendwas. Also der war gebraucht, 65.000 Euro. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich habe von Autos... Könnte hinkommen, ja. Die Ahnung. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, letztes Jahr im Dezember ist es dann ziemlich schnell aufgekippt. 3 Wochen vor Weihnachten. Ich bin morgens aufgestanden, wunderte mich, was poltert hier eigentlich die ganze Zeit unten vor der Tür rum und was stehen hier für Autos rum. Auf einmal Polizei vorm Haus. Hausdurchsuchung. Ja, Hausdurchsuchung. Haben alles Mögliche mitgenommen, Computer beschlagnahmt. War er da auch im Haus? Ja, er war im Haus, er saß gerade auf dem Sofa, hatte seine Morgenzigarette, seinen Kaffee da stehen und ein Brötchen. Wurde er gleich mitgenommen? Ja, er ist gleich verhaftet worden. Das heißt, du bist da wirklich quasi von einer Sekunde auf die andere damit konfrontiert worden? Ja, ich wusste gar nichts. Ist ja schon hart, wenn man wacht auf und im eigenen Haus steht plötzlich die Polizei durchsucht alles. Ja, ich hatte mich auch etwas gewundert. Ich habe die Tür aufgemacht, die hatten mich gleich zur Seite. Ja? Ja, und dann wurde mir gleich ein Durchsuchungsbeschluss vor der Nase gehalten. Ich habe den gar nicht so schnell durchlesen können, weil ich so durcheinander war. So, dann ist er mitgenommen worden von der Polizei. Ja, als du dann das erste Mal mit ihm hast sprechen können, hat er sich dann dir erklärt? Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Also ich habe erstmal einen Anwalt angerufen. Das durfte ich netterweise. Ich bin auch mitgenommen worden zur Polizei. Ach so. Weil unser gemeinsamer Haushalt ab zum Verhör. Und da wurde mir erstmal erklärt, was ihm vorgeworfen wird. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe dann auch gleich seine 2 Geliebte kennengelernt. Die saßen auf dem Flur. Die waren auch da zur Vernehmung. Ach, das kam auch noch hinzu. Ja, ich wusste gar nichts von diesem Geld, dass das überhaupt gefehlt hat in der Kasse oder irgendwas. Da wusste ich nichts von. Also Unterschlagung von 1,4 Millionen Euro. Und er hat Geliebte. Ja, 2 Geliebte und die hatten jede jetzt eine Eigentumswohnung. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt behalten dürfen. Hatten jeweils auch ein großes Auto vor der Tür stehen. Kerstin, irgendwann gab es doch mal den Moment, wo du alleine mit ihm warst. Ja. Wie hat er sich denn da entschuldigt, gerechtfertigt? Was hat er gesagt? Ja, das war eine U-Haft und er hat gesagt, ja, er wäre spielsüchtig und hätte das Geld gebraucht. Da habe ich auch gefragt, warum hast du mich nicht irgendwann mal um Hilfe gebeten? Ich habe auch genug auf dem Konto, wir hätten das so klären können. Da hat er gesagt, nee, er hat sich geschämt und irgendwas und ja. Gut, das ist die eine Schiene, das ist das Geld. Aber es gibt ja noch 2 Frauen. Wie hat er sich da habe ich ihn auch gefragt. Ja, ich hätte ihn sexuell nicht ausgefüllt. Er bräuchte es mehrfach am Tag. Das ist natürlich starker Tobak, ne? Wenn man das fand ich etwas heftig. Das war auch mein einziger Besuch dann in Noirs bei ihm. Ja. Weil 2 Wochen später hat er mir dann einen Brief zukommen lassen über seinen Anwalt. So von wegen, ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Übrigens, ich erhebe Unterhaltsanspruch gegen dich. Aha. Weil ich eben was auf dem Konto hatte und bei ihm alles gefändet wurde. Ja. Kommt er damit durch? Nein. Nein. Mein Anwalt hat da gleich einen Riegel vorgesetzt und hat auch gleich die Härtefallscheidung mit beantragt. Und das ging Gott sei Dank sehr schnell und da bin ich auch sehr froh drüber. Und heute über die Bühne alles. Ja, heute Morgen zum Gericht, heute Mittag rausgekommen, erstmal mit Freunden feiern gegangen. Ist er immer noch in U-Haft oder ist er? Ja, er wird auch da drin bleiben bis zur Verhandlung. Und das dauert noch eine Weile bis zur Verhandlung? Also bis jetzt sind 60 Kläger gefunden worden und es wird noch gesucht. Oh. Wohnst du noch in dem gemeinsamen Haus? Ja, das werde ich auch behalten, weil ich mittlerweile mit meinen Eltern gesprochen habe und ich werde das Haus selber kaufen. Ah ja, hast aber auch gut Kohle, Mensch, mit deinen jungen Jahren. Ja, immer gespart, ab 15. Lebensjahr schon geputzt und Baby gesittet und alles. Toll. Meine Eltern sind auch nicht gerade, sagen wir mal, sehr arm. Aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, wenn man solche Geschichten hört,
dass man sich, und jetzt in deinem Fall, dass du dich in einem Menschen auch abgrundtief getäuscht hast. Ne? Ja. Oder du hast ganz viele Seiten, Facetten von dem nicht gesehen. Und bist dann von heute auf morgen wirklich, hat man es dir ins Gesicht geschleudert, ne? Was mit ihm los ist. Ja, das war eben auch der große Schock für mich. Ich habe auch gedacht, er war große ein liebevoller Liebe. Mensch. Er war der tollste Mann, den ich je kennengelernt habe. Mhm. Ich habe auch gedacht, unsere Ehe, die wird 40, 50 Jahre alt. Mhm. Ist jetzt noch irgendwie so ein Rest Melancholie, Traurigkeit? Oder sagst du, gut, dass er weg ist und eigentlich hasse ich den richtig mittlerweile? Von hassen kann man nicht sprechen. Ich sehe unsere schönen Zeiten. Ja. Wir hatten auch wirklich sehr schöne Zeiten. Mhm. Es ging dabei nicht ums Geld, es ging dabei einfach um Spazierengehen und solche Sachen. Ja. Und ich sehe diese Zeiten im Vordergrund, aber ich sehe auch, dass er mich hinterrücks einfach bloß mies betrogen und belogen hat. Das heißt, dafür das, mag ich. Also das, ja, das heißt, eigentlich klingt das relativ abgeklärt. Da ist kein Hass mehr und da ist auch nicht irgendwie eine sentimentale Hingezogenheit noch, das auch nicht. Nein, ich habe seine Sachen ja soweit zusammengepackt. Ich habe heute Morgen die letzte Tasche vor die Tür gestellt. Mhm. Die wird von seinen Eltern abgeholt. Und ich habe mit denen auch gesprochen. Die haben auch bloß gesagt, ja, das tut uns so leid. Und ich habe auch gesagt, ihr könnt da nichts für. Mhm. Also das war alleine sein Fehler. Und was er heute Morgen vor Gericht losgelassen hat, das fand ich sowieso bloß heftig. Was hat er gesagt? Er meinte irgendwas von wegen, ja, wenn ich nicht ihm, wenn ich das so sagen darf, okay, es ist nach 11 Uhr abends, da darf man es ausdrücken, glaube ich, wenn ich es ihm nicht 5 am Tag besorgen kann, dann müsste er sich eben andere suchen. Und wenn die so viel Kohle verlangen, wäre nicht seine Schuld. Ah, wie ekelhaft, ne? Ja, und seine Freundin waren auch da. Gut, dass er es so gesagt hat. Das bringt dich nochmal noch mehr auf den Boden der Realität und noch weiter von ihm weg, ne? Auf dem Boden der Realität war ich schon, als ich bei der Polizei war. Glaube ich. Aber wenn man das dann nochmal so hört, ne? Das ist ja nochmal die letztendliche Bestätigung, was für ein, in Anführungszeichen, man, entschuldige den Ausdruck, was für ein Arsch es ist, ne? Ja, den Ausdruck kannst du ruhig verwenden. Ja. Ich stimme dir dann mal wirklich voll zu. Aber hallo. So, dann gratuliere ich zur erfolgreichen Scheidung. Dankeschön. Mach's dir schön in dem schönen Haus. Ja, das werde ich auch bleiben. Und auf, dass du irgendwann wirklich einen ehrlichen und netten Typ mal kennenlernst. Aber erstmal bist du bedient wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich werde noch sehr lange warten und probieren. Ja, das ist auch okay so. Ja. Kerstin, alles Gute und alles Liebe. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, dankeschön. 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Sabrina, 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sabrina. Morgen. Ja, bei mir ist das Thema, dass ich zwischen zwei Männern stehe. Oder stand. Also, wie soll ich es dir genau sagen? Also, ich habe im September letzten Jahres geheiratet, meine große Liebe. Mhm. Ich war 5 Jahre mit ihm zusammen, vorher schon, und kenne ihn aber seit meinem 14. Lebensjahr. Also Sandkastenbekanntschaft, die dann zur Liebe wurde quasi. Sowas. Ja, also ich bin jedes Wochenende in die Disco gegangen, um ihn zu sehen. Er war mein Schwarm und ich habe ihn gesehen und dachte mir, wow, das ist er, den musst du heiraten. So, den hast du denn auch letztes Jahr im September geheiratet? Ja. Aber? Aber ich habe in der Zeit ein Verhältnis zu jemandem entwickelt, also meinem Arbeitskollegen, den ich vom Telefon her kannte. Schon 2 Jahre, also ich bin 3 Jahre in der Firma und ich kannte ihn telefonisch und er war mir immer sehr sympathisch. Hattest du ihn aber vorher gar nicht gesehen? Nein, nur vom E-Mail, also Foto. Ja, und dieses Verhältnis hast du entwickelt, wann, letztes Jahr fing das an? Ja, also im Juli. Genau. Also vor der Hochzeit? Ja, vor der Hochzeit. Da hast du ihn dann auch mal gesehen, den Arbeitskollegen? Oder? Ja, der kam dann irgendwann mal nach Berlin. Und da hast du gedacht, Mann, nicht schlecht, der sieht genauso gut aus, wie er am Telefon klingt. Nein, eigentlich Nein. gar nicht. So. Also die Optik hat mir überhaupt nicht zugesagt, ja. Aber die Art, die hat mich halt sehr gereizt. So, da hast du ein Techtelmechtel angefangen, schon vor der Hochzeit. Ja. So richtig mit allem drum und dran? Nee, also wirklich nur knutschen. Nur knutschen? Ja, und befummeln, aber sonst nichts. Wann hast du das erste Mal dann mit deinem Geliebten geschlafen? Das weiß ich nicht mehr genau, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich glaube, es war vorher, vor der Hochzeit. Vor der Hochzeit, ja. So, du hast gerade gesagt, ich stand zwischen zwei Männern. Ja. Gibt es die beiden jetzt nicht mehr? Hat sich da schon was entwickelt oder aufgelöst? Also bei mir ist es doch, also mit meinem Mann bin ich noch verheiratet. Mhm. Ja, also es stand auf der Kippe, also wir hätten uns fast getrennt. Weiß der denn von dem anderen? Er weiß es, aber er weiß nicht, dass ich ihn betrogen habe. Und das ist halt auch mein Problem. Achso, er weiß, dass da ein Typ war, aber ja, der aber weiß nicht, was genau war. Ja, ja. Woher hat er das erfahren, dass da ein anderer? Ich habe mich mal ganz blöd angestellt. Ich habe mein Handy angelassen und er hat halt angerufen. Und er hat es gehört, dass es ein Mann war. So kommt es dann immer irgendwie raus. Ja, ne? Ja, also ein blöder Zufall.
So, die Ehe war wackelig, aber du bist mit ihm immer noch zusammen. Was ist jetzt mit dem Geliebten? Ja, also ich habe zu ihm immer noch Kontakt. Mhm. Also er ruft mich immer noch an. Er sagt halt, dass ich seine Traumfrau bin. Und er hat sich ja, sage ich mal, bewusst auch in eine Ehe, nicht gestürzt. Aber er wusste ja, dass ich heirate. Er hat sich damit genau. Auch also wir wussten ja beide, was wir tun. Das heißt, ihm hast du, dem Geliebten hast du von Anfang an einen Wein eingeschenkt? Ja, natürlich. Ja, das muss natürlich für den auch hart gewesen sein. Der hat dann ja mitbekommen, dass du heiratest. Ja, ne? Natürlich. Ja. Der hat ja alles mit mir durchgemacht. Und er weiß auch, also er sagt, ich habe meinen Mann nicht ohne Grund betrogen. Mhm. Also er sagt, mir hat schon was gefehlt. Mhm. Und die sind halt total verschieden, aber es ist halt so, dass ich beide irgendwie auch nicht aufgeben will. Also aber es ist total schwierig. Der Geliebte, ich nenne ihn mal immer so, dann kommen wir besser auseinander. Ja. Der Geliebte hat sich jetzt zurückgezogen, weil du es so möchtest. Nein, er lässt mich nicht in Ruhe. Also sobald ich ihm irgendeine Kleinigkeit, irgendein Zeichen gebe oder er mich irgendwie anmailt mit SMSen, gibt er mir sofort Feedback. Also als wenn er sofort drauf wartet. Also heißt das denn, dass und du... Und er zieht jetzt sogar, Domian, das muss ich dir dazu sagen, er wohnt in Westdeutschland. Also ich wohne halt in Berlin. Ja. Er wohnt in Westdeutschland. Also wir haben mehrere Filialen. Unsere Firma ist verteilt in verschiedenen Regionen. Und er zieht jetzt nach Berlin zu mir. Um dir näher zu sein. Ja. Mhm. So, aber meine klare Frage an dich. Ja. Eigentlich möchtest du mit ihm nicht mehr? Nein. Eigentlich also wirklich nicht. Nee. Eigentlich hast du dich doch jetzt innerlich wieder für deinen Mann entschieden und eigentlich möchtest du weg von dieser Affäre. Ja. Aber irgendwie kannst du es doch nicht so richtig. Ja, weil er mir als Mensch auch sehr viel bedeutet. Weil ich unterstelle dir mal, wenn du ganz klare Signale geben würdest, Sabrina, dann muss das auch funktionieren. Wenn du dich nicht mehr meldest, wenn du nicht mehr reagierst, wenn von dir gar nichts mehr ausgeht, wenn einfach einen Schnitt gemacht wird. Mhm. Aber den Schnitt machst du nicht. Ja, ja. Radikal machst du ihn nicht. Mhm. Und das musst du machen, wenn du es wirklich willst. Sonst hast du dieses, vor allen Dingen, wenn er jetzt auch noch nach Berlin zieht, dann hast du dieses Theater ständig. Mhm. Wie ist es denn in deinem Inneren, deinem Herzen? Ganz schlimm. Also ich habe eine absolute Depression hinter mir. Also ich komme überhaupt nicht mehr klar irgendwie mit meinem Leben. Also wie soll ich dir sagen, ich zweifle halt sehr an mir selber und ich sag mir halt, warum hast du das getan? Warum hast du so vielen Menschen wehgetan? Meine Familie leidet ja auch darunter. Mhm. Ja, also... Ihr habt aber keine Kinder, du mit deinem Mann. Nein, aber ich habe momentan die Pille abgesetzt. Also wir haben vor... Ist das jetzt eine wirklich klare Entscheidung? Ist das so ein bisschen so eine Panikentscheidung auch, um Fakten zu schaffen? Nee, der Kinderwunsch war ja eigentlich schon immer da. Ich will von dir wissen. So, weißt du, was auch schlimm ist? Dass ich mir auch dabei irgendwie denke, Mensch, du verletzt den anderen damit. Deinen Geliebten? Ich mache mir auch Gedanken darüber, was er darüber denken könnte. Ja, weil du immer noch zwischen den Stühlen hängst. Wahrscheinlich. Ne? Deshalb auch nochmal meine klare Formulierung und die Frage, deine Entscheidung für deinen Mann. Ja. Ist das wirklich eine aus tiefem Herzen kommende Entscheidung? Ich meine ja. Warum schränkst du es ein mit ich meine? Welche Bedenken sind dann doch eventuell, wenn überhaupt Bedenken da sind, wie könnte man die benennen? Naja, es gibt halt so Unterschiede zwischen unseren Charakteren, aber ich sag mir, ich liebe ihn ja mit allen Ecken und Kanten, so wie er ist. Hm. Was hast du denn bei deinem Mann vermisst, als du dich auf den Neuen eingelassen hast? Also dieser Alltag, der eingekehrt ist, mit dem bin ich nicht klargekommen. Der Trott, genau. Hast du ihm, als er dann das mitbekommen hat, dass da ein anderer Mann ist, egal was jetzt passiert ist, hat das denn dazu geführt, dass ihr beide, du und dein Mann, ein bisschen intensiver ins Gespräch gekommen seid? Beispielsweise, dass du ihm das gesagt hast, hier ist mir zu viel Trott und zu viel 08. Ja. Wir haben darüber geredet. Hat sich das denn verbessert seitdem? Also ich würde sagen jetzt ja. Aber ich habe halt Angst davor, dass es irgendwann wieder dieser Alltag wieder einkehrt, weißt du? Davor habe ich Angst. Gut, aber ist halt das Risiko. Das ist das Risiko, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und vor allen Dingen, wenn man diese eine Erfahrung schon mal gemacht hat, kann man da ja mit Argusaugen drauf schauen, dass das nicht wieder passiert. Eben. Indem man das wirklich sofort dann thematisiert. Aber ist es fair? Ist es fair ihm gegenüber, dass ich ihn belogen habe? Doch eigentlich nicht, oder? Deinem Mann gegenüber? Ja. Nein, das ist ein Fehler. Nach so frischer Ehe, also... Nein, es ist schlimm, aber es ist ein Fehler. Ja. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, muss man A, dazu stehen, das tust du ja. Mhm.
und muss sich dann aber auch konsequent entscheiden, dass man nicht weiter auf der Fehlerschiene fährt. Ja, ja. Und du bist noch nicht konsequent genug, finde ich. Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal so intensiv nachgefragt, ob die Entscheidung für deinen Mann eine wirklich tiefe Seelen- und Herzensentscheidung ist. Mhm. Wenn es wirklich so ist, dann finde ich, musst du auch den letzten konsequenten Schritt gehen, auch in Kauf nehmen, dass du deinen Geliebten dann verletzt damit. Mhm. Und musst dich wirklich endgültig zu deinem Mann bekennen, innerlich, indem du das andere konsequent abschneidest. Konsequent, aber wirklich ganz konsequent. Mhm. Sonst kommst du auf keinen grünen Zweig. Gut. Dass du natürlich Schmerzen verursachst, auch dem anderen gegenüber, das ist so. Wenn man sich in eine solche Situation begeben hat, geht das nie mit einer Lösung, dass alle glücklich sind. Das geht nicht. Ne? Vor allen Dingen, wenn der andere noch mehr von dir will. Eben, na, er wollte ja auch richtig eine Beziehung und alles. Ja. Und er hat mir halt gefühlsmäßig das gegeben, was ich irgendwie gebraucht habe in der Zeit. Also er war sehr sensibel, er ist sehr sensibel mit mir umgegangen. Wie? Hat mir 30 Mal am Tag gesagt, wie schön ich bin und halt so, wie es am Anfang ist, weißt du. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm heute noch? Zu meiner Affäre? Mhm. Ich mag ihn sehr als Mensch. Aber du würdest aber nicht sagen... Aber er würde nie für eine Beziehung für mich in Frage kommen, das weiß er auch. Perfekt, das ist doch das Wort. Das weiß er auch. Ja, ist gut, dass du es nochmal so sagst. Das unterstreicht mir nochmal, dass das richtig ist, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Als Mensch ist er dir wertvoll, gut. Aber dieses ganze Gerede jetzt von wir lass uns gute Freunde bleiben, funktioniert eh nicht, wenn man so eine Vergangenheit hat jetzt. Mhm. Mach einen radikalen Schnitt, Sabrina. Mach es. Mach es für dich und mach es für deinen Mann. Versuch es auch, um so ein bisschen wieder gut zu machen, was du da angerichtet hast vor das Jahr. Ne? Okay. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Tschüss. Und du bist toll, Domian. Ja? Mach weiter so. Tschüss. Danke, ciao. Unsere Berliner. Elli. Die Elli. 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi. Ja, und da ist auch noch Marc, ne? Ja, genau, der ist auch noch da. Ist das dein Freund? Das ist mein Verlobter. Das ist dein Verlobter? Ganz genau. Aber jetzt sind wir beide erstmal zugange. Ja, das Problem ist, dass er mir vor etwa einem Monat gestanden hat, dass er mich mit 4 Prostituierten betrogen hat. Ach du lieber Gott. Ja, richtig. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Ja, gute 1,5 Jahre jetzt. Mhm. Vor einem Monat hat es gestanden. Mit 4 Prostituierten? Hintereinander gehe ich mal von aus, oder? War das so eine Gruppensex? Nee, hintereinander. Also das hat begonnen, als wir 3 Monate zusammen waren. Er ist zu mir nach Hannover gezogen. Mhm. Und bereits nach 3 Monaten war das erste Mal. Und das hat sich dann so etappenweise über die 1,5 Jahre wie ein roter Faden durch die Beziehung gezogen. Und wie kam es dazu, dass er dir das gestanden hat? Wir sind aus dem Winterurlaub wiedergekommen. Und dann ist er das 4. Mal da gewesen. Das müsste der 4. jetzt gewesen sein. Und nach da ist dann halt das Gummi gerissen und dann hat er mir das erzählt. Ach so, das letzte Mal ist noch ganz frisch, das war in diesem Jahr. Richtig, ja. Genau. Weil das Gummi gerissen ist, hat er es dir erzählt, oder wie? Ich weiß nicht, ob das die Motivation oder die Intention dahinter gewesen ist, aber er hatte halt irgendwie das Gefühl, das muss jetzt raus. Gib ihm mal eben, wir reden gleich weiter. Ja, klar. Mhm. Ja, hallo? Hallo Marc. Hi, Jürgen. Hi. Hallo. Also jetzt habe ich die Grundfakten weiß ich jetzt schon. Ja. Ich habe gerade die Elli gefragt, wie es denn dazu gekommen ist, dass du ihr jetzt das gebeichtet hast. Warum jetzt? Ja, warum? Naja gut, also ich war halt bei diesen Prostituierten und jetzt beim 4. Mal ist das Ding natürlich auch gerissen. Und ja, mit der erste Gedanke halt, als es passiert war halt, ne, was ist mit meiner Elli, was ist mit dem Leben? Ne? Was willst du jetzt zumuten? Also musst du erstmal alles auf den Tisch bringen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob man das irgendwie einen klaren Moment des Lebens oder Gott hat sich mir gezeigt nennen kann, aber irgendwie war für mich sowas von klar, dass das ist die Frau und ja, was hast du bei den Prostituierten gesucht? Stopp, der Riss des Kondoms hat welche Angst bei dir ausgelöst? Dass du dich irgendwie infiziert hast mit irgendwas? Dass ich meine Frau infiziere. Und dass du dann deine Frau infizierst, deine Freundin? Dass ich sie dadurch töten könnte, ja. Jetzt bist du in der Zeit 4-mal fremdgegangen mit Prostituierten. Ja, das ist richtig. Wie kam das, dass es sich immer wieder zu Prostituierten gezogen hat? Ja, wie kam das? Das ist eine ganz gute Frage, du. Ich kann es dir nur so erklären, das sind einfach, Fantasien oder irgendwelche Gedanken, so was man noch nicht erlebt hat, was man vielleicht früher mal machen wollte und was ich halt irgendwo nicht erlebt habe. Ne? Das heißt, vor der Beziehung mit Elli hast du die Erfahrung mit Prostituierten nicht gemacht? Ich habe schon Erfahrung mit Prostituierten gemacht, aber ich habe im Thema Sex eigentlich vielleicht 10 Sachen erlebt. Und da war so die Neugier auch nach dieser eher
ja, vielleicht ja, verboten oder geheimnisvollen Welt der Prostitution? War da so ein nee, nicht die verbotene Welt. Es waren einfach, ja, du hast halt eine Fantasie oder irgendwie, du hattest Lust auf Sex und ja, ich meine, kennenlernen will ich keinen, weil menschliche Beziehungen oder sowas aufbauen hat mich ja gar nicht interessiert in der Hinsicht. Hatte ich denn der Sex mit Ellie doch nicht so ausgefüllt? Doch, na klar, absolut, auf jeden Fall. Aber du wolltest gerne auch noch zusätzlich was anderes erleben? Ja, wahrscheinlich ja. Ja gut, also, warum, natürlich, ne? Warum sonst? Ja gut, wenn du das so siehst, na klar, kann ich dir nur beipflichten. Da geht es ja nur um Sex bei einer Prostituierten. Ja, du bist ihr sonst aber nicht fremdgegangen mit anderen Frauen. Nein, Quatsch, kein Flirten und nichts, gar nicht. Jetzt gibst du mir, wir reden gleich nochmal, Marc, gib mir die Ellie bitte nochmal zurück. Ja. Ja, oder bin ich? Tut schon weh, ne, als Frau, wenn man das dann so hört. Das ist bitter. Mhm. Also das Schlimme ist, dass dann so die Selbstzweifel aufkommen, bin ich nicht attraktiv genug, weil, also ich bin jetzt auch nicht so das Model, was man sich vorstellt. Ja. Ich bin halt auch relativ groß und da denkt man schon, ja, man fällt aus der Norm und passt halt irgendwie doch nicht so in das Fantasiebild. Ja, und das, und man, und oder Frau, besser gesagt, denkt dann sicher auch, bin ich im Bett so, wie er es will? Ja, richtig. Und sind die Prostituierten besser und so weiter. So, jetzt hat er das gebeichtet. Ja. Wie gehst du jetzt mit der Beichte um? Da ist ja doch ein erheblicher Vertrauensbruch entstanden. Ja, natürlich, völlig. Ja, das ist ja das Problem, was jetzt so auch mit in der Luft schwirrt. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich ihn kontrolliere und das will ich nicht. Also das ist für mich ein Lebenszustand, eine Lebensqualität, die ich ganz schnell wieder verlieren möchte. Das ist für mich nicht der Sinn und Zweck einer Beziehung. Lass uns mal eben noch einen kurzen Einschub machen, was das Medizinische anbelangt. Ja. Hat er, nachdem das Kondom bei der Prostituierten gerissen ist, mit dir geschlafen? Ja. Habt ihr euch dann untersuchen lassen? Und Wir sind beim Arzt gewesen und er hat gesagt, naja, es ist so, dass das Risiko bei Männern halt geringer wäre. Bei Frauen ist natürlich jetzt keine Gewissheit, keine Garantie, aber naja, ich muss auch dazu sagen, ich bin mit ihm dorthin gegangen. Ich habe mir von ihm sagen lassen, wo es ist. Wir sind dorthin gegangen, haben dort geklingelt. Ich habe mit der Puffmutter, sag ich mal, gesprochen. Ach so, das ist ja krass. Ja, das wollte ich. Das war mir wichtig. Das heißt, du wolltest die Frau sehen, mit dem er Sex hatte? Möglicherweise, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich wollte einfach einen Eindruck davon gewinnen. Mhm. Ich wollte einfach vielleicht nachempfinden, wie war das, wie ist es da? Ist es da sauer, ordentlich? Ja. Und da habe ich auch gleich gefragt, wie es mit HIV aussieht. Und die Frau hat mir halt gesagt, dass die Damen, die dort auf selbstständiger Basis arbeiten, halt alle 14 Tage regelmäßig zur Untersuchung gehen, was doch ja der Selbstschutz in dem Augenblick ist. Das hat dich dann ein bisschen beruhigt? Und du hast dann nicht weiter darauf insistiert, dass du diese Frau kennenlernen möchtest mit der. Es war dann auch gut. Also es war schon heikel genug, da überhaupt reinzukommen. Glaube ich. Auch sehr mutig von dir, finde ich, da hinzugehen und dann mit denen zu reden. Finde ich ungewöhnlich und auch mutig. Ja, ich denke, es war einfach irgendwie so ein Automatismus, der mir selber helfen sollte, das irgendwie weiter zu verarbeiten. Kannst du denn jetzt, schlaft ihr miteinander? Jetzt auch in letzter Zeit, geht das? Bist du da locker? Ja, völlig. Das ist okay. So, jetzt ist die große Frage, verzeihst du ihm das? Also ich glaube, mein Herz hat es verziehen, aber mein Verstand weigert sich noch. Aber immerhin, das ist ja schon eine tolle Sache, ne? Dass du sagst, mein Herz hat es verziehen. Und ich will ihm nochmal eine Chance geben, ne? Das heißt das ja im Prinzip. Ja, von Anfang an war das so. Also in dem Augenblick, normalerweise ist es nicht meine Art. Ich habe ihm zwar den Ring vor die Füße geworfen und alle Wellen, aber im Grunde genommen, selbst nach den ersten 10 Sekunden war klar, ich werde mich nicht von ihm trennen. Ja, der Kopf stellt sich noch quer, verständlicherweise. Ja. Würde sich bei mir auch querstellen an deiner Stelle. Jetzt, ja. Gibst du ihm nochmal, Ellie? Ich will dich gleich auch nochmal haben. Ja, ich gebe ihn dir. Ja. Ja. So, Marc, da hast du aber eine tolle Frau, du. Ja, es ist die unglaublichste Frau von der ganzen Welt. Die hätte dich ja jetzt wirklich hochkant rausschmeißen können. Ja, verdient hätte ich es ja auch. Ich meine, sie hat ja recht, ne? Ja, fast die ganze Beziehung, immer wieder fremdgegangen bei Prostituierten, ist schon hart. Ja, ist nicht so. Jetzt hat sie gesagt, ich habe ihm mit dem Herzen irgendwie vergeben. Der Kopf geht noch quer. Kann man klar verstehen. Ist ja völlig normal. Absolut. Jetzt musst du dich natürlich irre anstrengen, dass das Vertrauen, was kaputt gegangen ist, dass du das jetzt peu à peu in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren wieder aufbaust. Ja, sicher, das will ich mir auch erarbeiten und darum will ich kämpfen. Du brauchst gar nicht kämpfen, du musst dich einfach nur ordentlich verhalten. Du musst dich absolut ordentlich verhalten, dass da kein Misstrauen wächst und wenn du irgendwie Bock auf anderen Sex hast, dann sag ihr das und redet miteinander.
Ja, das ist, aber ey, warum hat man so viele komische Gedanken im Kopf, Domian? Ich weiß es nicht. So ist der Mensch. Und so, ja, wir, ist schlimm. Ja, das ist der Mensch. Und wir Männer sind natürlich noch, glaube ich, noch ein bisschen krasser drauf, aber die Mädels manchmal auch. Das ist so. Das ist leider so. Vielleicht sind wir letztendlich gar nicht von der Natur geschaffen für die Mono. Ja, aber du hast auf der einen Seite hast du ja die Ratio und auf der anderen Seite ja, der merkst du auf einmal, dass du durch irgendwas kräftig übersteuert wirst. Genau. Und das ist schlimm, das habe ich erkannt. So, das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist es wichtig, wenn man sich schon mal entschieden hat, mit einem Menschen zusammen zu sein. Das hast du ja auch. Du willst ja mit ihr zusammen sein, ne? Definitiv. So. Da muss man halt gegen das andere ankämpfen. Ist leider so. Wenn du alles ausleben willst, musst du allein. Musst du Single sein. Das ist ja okay. Ja, klar. Ich bin ja im gewissen Sinne mein eigener Gott. Ich könnte machen, was ich will, aber das will ich ja gar nicht. So, das heißt, dagegen musst du ankämpfen. Und wenn irgendwas aufkommt oder irgendwie Bock auf andere Sachen hast, dann sag es ihr. Und versuch das in der Beziehung zu lösen. Du hast eine tolle Frau. Mach was draus, Marc. Ja, klar. Okay. Aber ich meine, es gibt Sachen, die korrespondieren dann einfach nicht miteinander. Wenn du dem Menschen dann sagst, ja, ich hätte das und das vielleicht Lust auszuprobieren, aber... Doch, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man das mit dem Partner vielleicht bespricht und vielleicht auch mit dem Partner zusammen Lösungen findet. Man hat immer die Angst so. Jetzt kommt nicht so viel mit so vielen Abers. Wenn du jetzt zehnmal Aber sagst, ist die Ellie wieder verunsichert. Ja, sicher. Ne, du musst jetzt auch klar sagen, ja, ich versuche das, ich nehme die Chance. Ja, das versuche ich, das werde ich tun. So. Ich auf jeden Fall. Jetzt gib mir die Ellie nochmal. Tschüss, Marc, und alles Gute. Jo, danke, Jürgen. Mach weiter so, ne? Tschüss. Ciao. Ja. Puh. Ich hoffe, dass wir euch aber jetzt wieder so ein bisschen zusammengebacken haben. Ja, in gewisser Weise schon. Und du musst, finde ich, von deiner Seite aus, finde ich es auch, dass du ihn auch dazu animieren solltest, Ellie, was ich gerade zu ihm gesagt habe, dass ihr redet in Sachen Sex offen miteinander. Aber völlig. Ist total meine Rede. So, wenn er wirklich abgefahrene Fantasien hat, soll er es dir sagen. Wenn du abgefahrene Fantasien hast, sag's ihm und dann überlegt, wie er es irgendwie gemeinsam macht, aber seid offen miteinander. Ja, na klar. Ne? Also das war von meiner Seite auch nie das Problem. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mir aus dem Internet Sachen runtergeladen habe. Warum gehen Männer fremd? Warum gehen Männer in den Puff. Ich habe ihm das zum Lesen gegeben, habe selber durchgelesen und versucht, durch ihn zu erfahren, kannst du dich damit irgendwo identifizieren? Was ist da in deinem Kopf drin? Ja, aber also, ich meine es auch rein praktisch. Wenn du mal Bock auf andere Sachen hast, ne, dass du es vielleicht dann... Aber es muss nur auf einer offenen Ebene ablaufen. Aber selbstverständlich. So. Nur das Problem ist, wir haben da sehr viel drüber gesprochen, aber das Ding ist dann irgendwo, man ertappt sich. Also wir sind dann aktiv geworden und haben versucht, davon was umzusetzen. Aber dann erwischt man sich dabei, wie man denkt, naja, sind wir wirklich schon so weit, dass wir das tun können? Sind wir so gefestigt in unserer Beziehung? Lasst euch jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Es ist ja alles noch sehr frisch. Ja, die, völlig. Ne, die Grundvoraussetzung ist geschaffen. Das heißt, ihr wollt euch haben, ihr beiden. Ihr habt euch lieb. Du sagst, ich verzeihe ihm. Und jetzt lass mal ein bisschen Zeit über die Sache laufen. Und ich hoffe sehr, dass ihr das alte Vertrauen oder dass du das alte Vertrauen wieder zurückgewinnst und dass ihr eine gute Beziehung führt. Und dass er daraus lernt, vor allen Dingen, was da passiert ist. Ja, sicher. Das ist ja auch so das Problem, was noch so im Raum schwirrt. Ich weiß einfach nicht, inwiefern und wann kann ich ihm wieder vertrauen, dass ich mir halt sicher sein kann, dass er es nie wieder tun wird. Du wirst es merken. Du wirst es merken. Du wirst es merken. Nach einer gewissen Zeit, wenn erstmal ein paar Monate vergangen sind, glaube ich, dass du einfach vom so ganz subjektiv merkst, es ist jetzt wieder gut oder es ist immer noch nicht so richtig gut. Lass erstmal jetzt was geschehen. Lass Zeit vergehen. Ja, aber weißt du, das Schlimme ist ja die ganzen anderthalb Jahre. Es war nie irgendwo nur der Anschein, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Ja. Niemals. Und das ist, glaube ich, so das Gefühl, was mich so schockt. Da muss man jetzt einen Strich drunter ziehen. Jetzt müssen wir nach vorne gucken natürlich. Und jetzt müssen wir einfach leben und die Dinge geschehen lassen, die da kommen. Und da wünsche ich euch von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja, wünschen wir uns auch. Tschüss, Ellie. Schönen Gruß an Marc nochmal. Jo, tschüss. Ciao. So, hier haben wir die Angie, sagt man es so? Mhm, genau. So sagt man es, die Angie. 53 Jahre alt. Hallo. Richtig. Hallo, guten Abend, Jürgen. Guten Abend, Angie. Boah, ich bin tierisch aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich öffentlich über mein Problem rede. Und zwar habe ich eine fiese, ganz eklige Taubenphobie. Taubenphobie? Ja. Oh, dann darfst du nicht nach Köln kommen. Bitte? Dann darfst du nicht nach Köln kommen. Hier gibt's viele... mache ich ja auch nicht. Ich komme überhaupt nirgendwo mehr hin, weder nach Köln noch in meine Stadt. Was heißt denn genau, ich habe eine fiese Taubenphobie, was heißt das? Dass ich seit 20 Jahren darunter leide, dass ich mich nirgendwo aufhalten kann, wo es Vögel gibt. Ach so, nicht nur Tauben, sondern generell Vögel? Mittlerweile.
Also nicht Vögelphobie, eine Vogelphobie. Vogelphobie. Eine Vogelphobie. Ja. Das heißt ja, du kannst gar nicht aus dem Haus gehen. Nein, überhaupt nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr. Seit wann? Seit, also ganz gravierend ist es jetzt so, seit circa 2, 2,5 Jahren, dass ich noch nicht mal mehr in die City gehen kann. Ja, eigentlich, das ganze Dilemma fing vor 20 Jahren circa an. Mhm. Also bewusst. Ja. Im Unterbewusstsein schon wahrscheinlich viel, viel länger, aber ja. Bewusst ist mir das ungefähr seit 20 Jahren, aber ganz doll. Und ganz schlimm ist es ungefähr so seit 2 Jahren. Was heißt denn jetzt ganz, ganz schlimm? Heißt das, dass du kaum das Haus verlässt oder gar nicht mehr das Haus verlässt? Ich verlasse das Haus, wenn mein Lebensgefährte mich begleitet und dann, wenn wir einkaufen gehen möchten, dass er dann vorgeht und guckt, ob irgendwelche Viecher in der Nähe sind. Ja. Wobei du dann doch eigentlich in einer Stadt, wo es keine Tauben gibt, besser aufgehoben bist, als wenn du über eine Wiese spazieren gehst, weil da können ja dann eher mal Vögel rumsausen und rumschwirren. Ja, das unter anderem. Selbst ein Wellensittich. Geht auch nicht. Nee. Was ist denn das, wenn du dir vorstellst, du gehst in einen Park spazieren und da kommen Amseln über dich geflogen oder so, was ist das für ein Gefühl, was in dir dann passiert? Das ist nicht so ganz schlimm, weil die sind ja noch nicht so wahnsinnig an die Menschen gewöhnt. Die hauen ja noch ab zum Teil. Mhm. Ach so, du hast Angst vor den Vögeln, die sehr nah an Menschen rankommen. Ja. Also das sind Tauben, das sind eben auch die ganzen Haustiere, wie Wellensittiche oder Papageien oder sowas. Nein, am schlimmsten ist das, wenn ich mich jetzt in einem Haushalt irgendwo zu Freunden gehe oder so, die haben Vögel, die sind ja dann eingesperrt oder die sperren die auf jeden Fall in den Käfig an, wenn ich zu Besuch komme. Aber das Schlimmste ist, ich kann nicht mal alleine einkaufen gehen. Ich kann nicht in die Stadt gehen, ich kann nicht mal shoppen. Ich kann gar nichts. Weil du Angst hast, da könnte eine Taube oder ein anderer Vogel, ein Spatz, die auch an Menschen gewöhnt sind. Genau. Irgendwie, wie nah kann denn ein Vogel kommen, dass du keine Angst hast? Ach, das ein paar Meter schon. Ich rieche die spüren mich. Du hörst die, du siehst die, du wirst panisch, wenn du wahrscheinlich nur irgendwas flattern siehst. Ich bin schon fast von Auto gelaufen. Ich hatte in einer Fußgängerzone, das war so ein überdachtes Einkaufszentrum, da auf einmal plötzlich in diesem überdachten Ding, da wo ich mich völlig sicher gefühlt habe, da war auf einmal ein Vogel, also so ein fiese Taube, und da flippe ich aus. Was heißt das, für dich flippe aus? Ich krieg Herzattacken, ich weiß nicht, was ich tue in dem Moment. Mein Lebensgefährte, mit dem ich 5 Jahre zusammen bin, der hat es mit mir erlebt, der hat sowas noch nie erlebt. Und ich habe immer das Gefühl, ich kipp um, es ist vorbei. Sag mal, Angie, vor 20 Jahren fing das an, sagst du. Bewusst. Hast du da ein Schockerlebnis erlebt mit Vögeln? Ja. Was war da? Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Und neben der elterlichen Wohnung befand sich ein Taubenschlag. Ein Hobbyzüchter, so ein Brieftaubenzüchter. Ja. Wenn da Tauben nichts mehr taugten, meine Mutter war leidenschaftliche Taubenesserin. Wenn der Taubenzüchter dann irgendwelche Schlachttauben hatte, dann pfiff der, und wir wohnten also auf der eine Etage hoch. Dann pfiff der, möchtest du Tauben haben? Und sie sagte ja. Und dann hat er die nur geköpft und er schmiss die dann auf den Esstisch, wo wir gerade am gedeckten Tisch saßen, direkt unterm Fenster, schmiss der Tauben hoch. Die bluteten noch, die hatten alles, nur keine Köpfe mehr. Das prägt sich natürlich ein. Ja. Und hast du die Tauben hinterher dann auch gegessen? Die musste ich wohl essen, aber da habe ich da wahrscheinlich, ist das... irgendwo untergegangen. Aber du bist jetzt 53 und vor 20 Jahren hat es angefangen. Da warst du ja auch schon 33. Die Zeit, bis du 33 wurdest, da war das nicht so? Ist es da erst ausgebrochen? Ja, da weiß ich nicht so genau. Ich kann das nicht mehr so gut recherchieren, weil meine Tochter, die ist mittlerweile, wird die 35 und die hat früher immer sich einen Wellensittich gewünscht, aber der durfte nie aus dem Käfig, wenn ich im Haus war. So,
Auf jeden Fall ist da irgendwas Dramatisches passiert. Vermutlich hängt es damit zusammen, mit diesen geköpften Tauben, die dir da irgendwie um die Ohren geflogen sind und der Angst und Ekel, der damit verbunden ist. Jetzt ist das ja doch eine dramatische eine Behinderung deines normalen Lebens, wie sich das jetzt... Es ist ja nicht einfach so, dass man... Viele von uns mögen ja keine Tauben und finden es eklig und so, aber bei dir ist das ja richtig, richtig heftig. Warum gehst du, oder warum? Ich setze es voraus, dass du nicht tust. Ich frage anders. Warst du deshalb schon in einer Psychotherapie? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Und es hat nichts genutzt? Nein, ich sollte eine Konfrontationstherapie machen. Ja. Und da hat mein Lebensgefährte, so wie ich habe das abgelehnt. Mhm. Und mein Lebensgefährte hat es ja hautnah gespürt. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz gesund. Ich habe ein Herzleiden. Mhm. Und also er hat es so hautnah mitbekommen, dass wenn ich eine Konfrontationstherapie machen würde, mit Sicherheit die nicht überleben werde. Also Konfrontationstherapie bedeutet, dass die Menschen genau dem ausgesetzt werden, vor dem sie Angst haben. Das heißt, die hätten dich wahrscheinlich in einen Taubenschlag eingesperrt oder irgendwas. Ja. Mal dramatisch ausgedrückt, heftig ausgedrückt. Gut, dann ist es vermutlich nicht die richtige Therapieform. Also ich finde, dass du das unbedingt neu angehen solltest mit einer anderen Therapieform. Welche für dich die beste wäre, würde ich gerne dich jetzt beraten lassen von meiner Psychologin, die unser Gespräch mitgehört hat. Wahnsinn, denn ich habe so keine Lust mehr. Ja. Wir haben jetzt zwar noch Winter, der nächste Sommer steht an und ich kann dann wieder nur hier zu Hause hocken oder darauf warten, dass jemand mitnimmt. Das bedeutet, da legst du jetzt auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und dann lässt du dich mal gut beraten von ihr, was für eine Therapie für deinen speziellen Fall die beste wäre. Okay? Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, Angie. Toll. Tschüss. Vielen Dank. Judith, 28 Jahre, habe ich hier noch. Hallo. Hallo. Hallo Judith. Wir haben nicht mal so ganz viel Zeit, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Sohn, der ist anderthalb und seit einem halben Jahr schwer erkrankt. Ja. Also mit Chemotherapie und allem. Er ist krebserkrankt. Nee, er ist nicht krebserkrankt, er hat eine krebsartige Erkrankung, die nennt sich Histiozytose. Mhm. Und die kennt kein Mensch. Mhm. Deswegen wäre er auch fast gestorben. Was ist das für eine Erkrankung? Beschreib sie mal. Das ist eine Immunerkrankung. Das sind die Fresszellen im Körper. Ja. Die sind bei ihm entartet und haben seinen Körper eben angegriffen. Und wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Die hat bei ihm Haut angegriffen, dann die Knochen. Der hat Löcher in den Knochen, in den Schädelknochen drin. Mhm. Der hat Leber und Milz stark vergrößert, der hat einen Bauchumfang, also einen richtigen Ballon, als hätte er einen Ball verschluckt. Dann eben die Lymphknoten sind alle geschwollen, er hat permanent Fieber, kein Blut, weil das Rückenmark betroffen ist. Anderthalb Jahre ist der Kleine alt. Ja. Hat man denn jetzt diese Erkrankung einigermaßen im Griff? Ja, jetzt gerade ja. Jetzt gerade ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er chronisch daran erkrankt, ist eben sehr hoch. Und man behandelt sie auch, du hast es gerade ja angedeutet, auch mit Chemotherapie. Ja. Was natürlich, Chemotherapie ist an sich schon sehr belastend und unangenehm für den Patienten und für so ein kleines Kind wahrscheinlich enorm schlimm, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er wäre zweimal fast gestorben. Ist das dein oder euer einziges Kind? Nee, ich habe noch eine große Tochter. Ja. Die ist 4,5 und die habe ich ja zum Vater geben müssen. Ich bin alleinerziehend, weil die das Ganze eben nicht mehr verkraftet, psychisch. Und du kümmerst dich jetzt alleine um den Kleinen? Ja. Aber das ist doch für dich als Mutter auch eine unglaubliche psychische Belastung. Wie schaffst du das? Wie gehst du damit um? Weiß ich nicht. Das ist ja mein Problem, dass ich so einen kompletten Gefühlsstau habe. Und ist der Kleine immer im Krankenhaus, die letzte Zeit gewesen? Ja, der war ein knappes halbes Jahr im Krankenhaus. Das heißt, besuchst du ihn dann da oder wohnst du dann auch im Krankenhaus? Ich wohne mit ihm zusammen. Ja. Also wir sind jetzt seit 9 Tagen, jetzt sind wir zu Hause. Ja. Und die Prognose von den Ärzten ist, so wie du es gerade gesagt hast, es kann sein, dass er weiter darunter leiden wird? Ja, immer wieder. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er immer wieder Schübe kriegen wird. Besteht denn zumindest eine kleine Hoffnung, dass er auch ausgeheilt werden kann? Man weiß zu wenig über die Krankheit. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, weil es kaum jemand kennt diese Krankheit. Die Krankheit ist nicht erforscht. Mhm.
weil zu wenig Kinder dran erkranken. Sagst du den Namen der Krankheit nochmal? Histiozytose. Ja. Wärst du daran interessiert, vielleicht auf diesem Wege auch vielleicht mit anderen Eltern Kontakt aufzunehmen? Ich habe schon Kontakt zu anderen Eltern. Ja. Mhm. Also, und das ist eben super negativ alles, weil die Kinder, die Kinder hatten, mit in dem Alter mit diesem massiven Befall, den Jonas hat, die sind alle gestorben. Judith, meine Sendung geht jetzt zu Ende. Ja. Ich möchte dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Ja. Nochmal an, okay? Ja. Bis gleich. Alles klar, tschüss. Danke. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ganz live und im Fernsehen ein bisschen später. Ich glaube, 12:45. Gute Nacht. Tschüss. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bei den Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei hat sich US-